Willkommen heute im Bauhaus-Workshop. Wir wollen uns etwas Privatsphäre schaffen und bauen heute einen Sichtschutzzaun. Schaut, was es für Systeme gibt auf dem Markt. Wir haben uns heute für WPC entschieden. Also ich habe mich ja gefragt, irgendwie, was eigentlich das Tolle an diesem WPC ist. Einfach nur, denk mal, dieses lang, das hält eben unwahrscheinlich lange. Weil Holz muss ich jeden Jahr ölen und. Habe ich bei WPC nicht. Ha. Ich gebe jetzt einmal richtig Geld aus, suche mir die Farbe aus, die ich haben will, mit dem Muster. Und dann lege ich das und das bleibt dann halt auch ein paar Jahre schön. Ja. Also für mich würde der Sichtschutz ja hier in der Ecke Sinn machen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem großen Teil an, richten das aus und bauen dann hier auf jeden Fall noch eine Ecke an, die den Kompost schön verdeckt. Bevor ihr anfangt zu arbeiten, checkt, ob alle Materialien da sind. Überprüft auch, ob ihr alle Werkzeuge habt. Zum Löchergraben, Ausrichten, Bearbeiten der WPC-Elemente und Betonieren. Fangen wir an mit der Eckermarkierung. Sind jetzt hier beim Meter. Gut. Na los, dann messen wir in die Richtung. Na, zweimal die Zaunelemente. 4 Meter. 4 Meter brauchen wir so, ungefähr. So, gehen wir ein bisschen rüber. Okay. Jetzt stellen wir uns das erstmal hin, dass wir ein Maß haben. Holen wir jeder schon mal einen Pfeiler. Wir legen uns den Zaun quasi so hin, richtig, wie er dann später auch steht. Dann haben wir nämlich jetzt am Ende des Ankers jeweils unsere Stellen für die Löcher, wo der Beton reinkommt. Wir sind dabei, unsere Löcher zu graben, damit die Pfähle einbetoniert werden können. Die Löcher sollten ein Maß von 30 x 30 haben. Und in der Tiefe 50 bis 80 jeweils wieder Bodenfrost ist. Es kommt immer darauf an, wo ihr wohnt, wegen dem Bodenfrost, damit der Beton halt nicht kaputt friert und ihr auch nächstes Jahr noch Freude an eurem Sichtzaun habt. Für die Befestigung der Pfosten ist es natürlich wichtig, für welches Ankersystem ihr euch entschieden habt. Lange Pfosten aus Aluminium oder WPC könnt ihr direkt einbetonieren. Und du siehst hier unser Vorteil an dem System Ibiza. Ist ganz einfach, weil es schön zusammenpasst. Das lässt sich wunderbar stecken. Zack, wir brauchen nicht mehr viel machen. Nur noch einbetonieren. Darauf achten, dass es gerade ist. Und schick. Jetzt geht es daran, Zaunelemente und Zaunpfosten zu verbinden. Super. So, dann guck mal, die ersten 4 Löcher sind gebohrt. Was hältst du davon, wenn ich jetzt einfach weiter bohre und du fängst hier oben an zu schrauben? Super Plan. Ja, ich warte. Bevor wir den Zaun jetzt gleich positionieren, müssen wir die Pfosten mit den Zaunelementen verbinden. Dabei solltet ihr beachten, dass ihr genügend Abstand zwischen Zaunelementen und Pfosten einhaltet. 1 Zentimeter ist super, denn das WPC arbeitet, dehnt sich aus oder zieht sich zusammen, wenn die Temperaturen sich verändern. Das sind gut 11 Zentimeter, die wir brauchen. Das sieht schon gut aus. Das machen wir jetzt nochmal. Ja, okay. Können wir erstmal dann das Feld draufstellen und dann richtig einjustieren. Okay. Krass, ne? Ja. So, erstmal gerade. So. Hast du? Ja. So, schön in die Mitte. Das kann noch ein Stück rüber. Na dann los. Ja. Bisschen zu dir. So. Ist bei mir ist mittig. Bei mir ist auch gut. Super. Dirk, ich komme jetzt und unterstütze dich. Dann musst du nicht die ganze Zeit den Zaun halten. Oh ja, das ist so. Bringe 2 Dachlatten, damit es hält. Gut. So, das müsst ihr ja erstmal halten. Bevor wir den Zaun jetzt richtig fest verankern, müssen wir sicherstellen, dass er richtig gut ausgerichtet ist. Mit Hilfe von Holzkeilen justieren wir den Zaun, bis er in der waagerechten und in der vertikalen richtig ausgerichtet ist. Wunderbar. Oh, Evelyn, hier müssen wir nachrücken. So, jetzt. Alles im Lot? Alles im Lot. Andere Seite. Und wie sieht's aus?
Ist super. Der Zaun ist im Lot und die Latte ist auch auf der Innenseite. Dann können wir nämlich gleich direkt nahtlos weitermachen. Super. So, lass uns das nächste Teil ranstellen. Langsam. Jetzt müssen wir es nämlich hier einfädeln. Genau. Und achtet darauf, dass ihr die richtige Zaunseite vorne habt. Unser Zaun ist jetzt so weit aufgestellt, dass alles in Waage steht und wir anfangen können mit Betonieren. Damit wir nicht ewig warten müssen, benutzen wir einfach Ruckzuckbeton. So, ich glaube, jetzt kann auch die nächste Schicht drauf. Ja. Dirk, was sagst du zu unserem Sichtschutz? Ist doch was geworden. Also ich finde ihn toll. Wollen wir einfach mal die Stützen abnehmen? So, dann brauchen wir bloß nur die Abdeckung aufmachen. Perfekt. Der Sichtschutz ist fertig. Und wenn euch das Video gefallen hat, liken nicht vergessen. Fragen und Anregungen für neue Projekte könnt ihr uns gerne ins Kommentarfeld schreiben. Bis zum nächsten Mal im Bauhaus Workshop.